Verzweifelt bin ich nicht, aber ich bin schon, wie sagt man, ordentlich angefressen. Ich bin am Burgtheater, ja, ich bin Schauspieler, ja, und möchte hier keine Revolution ausrufen und gar nichts, sondern ich möchte so eindringlich wie möglich, aber ich kann gerne sagen, dass mir der Zustand meines Landes im Moment, der Zustand Europas überhaupt nicht gefällt und ich einzelne Leute, die also handelnde Figuren sind, nicht verstehen kann, dass man die an diese Schalthebel der Macht hinkatapultiert, wo sie nicht hingehören. Und nach wie vor sind wir nicht in der Lage, wenn es in manchen Ländern eben kracht, zu sagen, kommt es zu uns. Stellen wir sich vor, 500 Millionen Europäer sind nicht in der Lage, sagen wir 1 Million, 2 Millionen im Jahr zu sich kommen zu lassen. Jetzt kann man sagen, fühlst du dich berufen? Da, nein, ich fühle mich nicht berufen, Ihnen das zu erzählen, euch das zu erzählen, sondern ich lese Eric Vuillard, und zwar die Tagesordnung. Lass da aber den Anfang weg mit den deutschen Firmen und dem Zusammentreffen beim Göring, damit ich mitten hinein ins Menschenleben mit Schuschnigg und dem Besuch am Obersalzberg anfange, damit ich es zu unserer ureigensten österreichischen Sache mache. Das ist ja keine angenehme Geschichte allein. Sie wird deshalb angenehm, allein schon durch die Art, wie er mit mir spricht, wie er mit uns spricht. Das ist faszinierend. Und dass er mir Dinge erzählt, die er nie gesehen hat und doch gesehen hat. Und die er nie gehört hat und doch gehört hat. Also ich habe es mit einem Zeitzeugen zu tun, der keiner war. Ich will nicht sagen, ich habe das Buch gefressen, aber fast. Das Schreckliche und das Göttliche oder das Tolle an meinem Beruf ist, ich lebe, wie genau es auch alles vorbereitet sein muss, im Ungefähren, weil mir auch die Welt so entgegenkommt. Und ich kann es nur im Augenblick als wahrhaft empfinden. Wenn wir in 10 Minuten hier Milliarden von Geld bekommen würden oder alles Mögliche, wären wir nicht in der Lage, das noch einmal genau so zu machen, was wir jetzt gemacht haben. Es bleibt im Ungefähren. Und da muss man sehr genau sein. Schluss, aus, Amen. Schön, das hier in den heiligen Hallen sagen zu können.